Herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Hä? Wo bin ich? Okay, ich kann wieder laufen. Okay. Ich muss zwar immer noch dringend schlafen und ich bin jetzt gerade eben leider so ein bisschen verreckt, wollte ich gerade fast sagen. Aber was sehr, sehr gut ist, dass ich jetzt endlich wieder vernünftig laufen kann. Irgendwo ist hier eine Tür gewesen. Ich kann nur leider nichts sehen. Das ist das Problem. Das sind Fenster, Fenster, Fenster. Ach so, da ist die Tür. Ah, ich kann was hineintun oder auch nicht. Truheninhalt. Aktiviert Truhe als Handwerkstruhe. Okay. Keine Ahnung. Kann ich hier nichts rein oder muss ich das rüberziehen irgendwie? Hm. Also ich würde das gerne hier rein tun. Ah, jetzt funktioniert das. Okay. Muss ich dann also über das Inventar machen. So, das muss ich aber mitnehmen, weil das ist ja das, was wir brauchen. So, aber dann haben wir die Sachen hier zumindest schon mal abgelegt. Jetzt muss ich nur mal schauen. Irgendwo hier oben war doch ein Bett, oder? Das ist die Küche. Ja, das Problem ist, wenn natürlich jetzt alles so dunkel ist, kann man nichts sehen. Da ist ein Bett. Schlafen. Ja. So, natürlich könntest du noch im Bett bleiben, aber das werden wir jetzt nicht tun. Okay, perfekt, perfekt. Da oben ist es auch noch mal so ein bisschen dunkel. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendetwas finden. Aber das ist nur hier die Stelle, glaube ich. Das sieht mir jetzt eher nicht danach aus, obwohl es soll ja eigentlich oben auch einen Berg geben. Im Norden war es, glaube ich, von der Hütte. Schauen wir mal, ob wir den jetzt hier noch erreichen können, wenn wir jetzt sowieso schon mal hier sind. Das Problem ist nur, dass ja, ich halt immer ohnmächtig werde oder wie auch immer, wenn... Ach so, die Axt haben wir ja noch nicht. Wenn ich unterwegs bin, kann ich hier was machen? Ja, ich kann was machen, aber keine Ahnung, was es mir bringt. Ich kann sie auf dem Boden rumhämmern. Naja, gut. Ist hier über. Na, ist nicht ganz überall grün. Die meinten jetzt aber nicht, dass man diese Stelle ja auch machen kann, ne? Weil das ja auch so ein bisschen bräunlich und. Ah, da haben wir jetzt noch mehr Kupfererz. Sehr schön. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Erz überhaupt braucht. Das ist ja auch noch so das Problem. So, ich hoffe jetzt nur, dass wir uns nicht gleich wieder überladen. Die werde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Was bist du denn hier? Auch Kupfererz? Zeig mir zumindest jetzt nichts anderes an. Okay. Ah, hier oben ist noch eine Hütte. Guten Tag. Oder auch nicht. Okay, da oben kommen wir wahrscheinlich eh wieder nicht rum. Gucken wir mal hier unten. Hier unten ist irgendwie so ein kleiner, ja. Okay. Nein, du sollst das nicht kaputt machen. Der Teleporter ist inaktiv. Können wir da nicht hier irgendwie dieses Ding draufstellen oder so? Naja, ist jetzt nur so eine Vermutung. Weil da so eine Kugel ist. Okay. Also hier oben habe ich jetzt aber erstmal keine. Nee, da ist alles komplett zu. Wie soll man denn in eine Höhle reinkommen hier oben, wenn hier oben überhaupt gar kein Durchgang ist? Ach so, Moment. Ah, oder kann ich den aktivieren? Aber ich glaube eher nicht, oder? Indem ich die alle anmache? Nee. Ja, keine Ahnung, wie ich den dann aktiviert kriege. Das werden wir wahrscheinlich dann später noch irgendwie bei einer Quest oder sowas machen können.
schaue mich jetzt hier erstmal noch so ein bisschen um, was wir hier finden können. Wichtig ist ja nicht nur diese ganzen Quests dann so eins nach dem anderen einfach abzuarbeiten, sondern dass wir dann auch mal ein bisschen die Umgebung so auf dem Schirm haben. Also hier scheint jetzt so nichts mehr zu sein. Zumindest sehe ich jetzt hier keine Steine mehr, die irgendwo drauf liegen. Ich weiß auch im Moment noch nicht, ob die Rohstoffe respawnen oder nicht. Wo sind wir denn jetzt? Da müssten wir theoretisch... Ach nee, dann kommen wir wieder zu der Hütte zurück. Ah, okay. Ja, dann machen wir es doch hier mal ein bisschen kürzer. Da können wir jetzt wieder ein bisschen schneller gehen. Warum auch immer. Okay, ich glaube hier oben... Nee, hier unten ist die Hütte. Dann würde ich sagen, dass wir uns aufmachen. Hier können wir nämlich immer noch nichts mitmachen. Dass wir uns aufmachen und dann mal gucken, ob das jetzt reicht für den Förster. Ich meine, das sind immerhin 10 Stück. Also ganz ehrlich, wie viel will der haben? Steht jetzt auch, glaube ich, nicht hier drin. Ne? Sammle Kupfer... Ach, Moment. Wenn ich ihm vorher 30 Kupfererz besorge. Ach, du Schande. 30 Kupfererz. Wollt ihr mich veräppeln? Wo soll ich denn so viel herkriegen? Schau mal hier unten, ob ich da noch was finde. Weil da war jetzt nicht besonders viel, wo wir jetzt rechts waren. Waren ja, glaube ich, nur ein oder zwei. Aber hier unten sieht es jetzt nicht mehr so nach felsigem Gebiet aus. Ja, ist alles so schön grün. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir gehen trotzdem mal, wenn ich denn hier durchkomme, trotzdem nochmal nach rechts. Vielleicht ist da ja auch irgendwas respawned oder so. Wo sind wir denn jetzt? Unterhalb von der Brücke. So. Hier in dem Gebiet. Ah nee, das ist der Steinkreis. Da laufen wir jetzt natürlich gerade irgendwo gegen. Warum das jetzt aktiviert ist und das andere nicht, weiß ich nicht. Steinkreis am See, aber das ist ja der hier. Deswegen so nördlich vom Steinkreis, da oben können wir nichts machen. Oder wir können vielleicht wirklich von diesem Boden aus was abarbeiten. Das weiß ich jetzt nicht. Unten ist auf jeden Fall Wald. Da können wir nichts machen. Und ansonsten habe ich nur das unten rechts gefunden. Tja. Gehen wir da nochmal gucken, ob wir da jetzt irgendwas Neues eventuell abbauen können. Puh. Na komm, lauf. Was schön wäre, wenn man ein beschleunigtes Laufen drin hätte. Also wenn man so ein Sprinten sozusagen drin hätte. Das würde das Ganze doch ein bisschen einfacher machen. Ah, hier ist es nicht mehr so felsig, ne? Ah, obwohl, na, da unten, aber das... Na gut, da oben sind jetzt ein paar Steinhaufen, sag ich mal. Oh, was ist das denn hier? Ist wahrscheinlich nichts für mich, oder? Marmorader, okay. Und das? Wir das kaputt? Keine Ahnung, ob wir das kaputt kriegen. Anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Oder wir können da die ganze Zeit draufhauen, aber es bringt uns einfach nichts, weil wir nicht die Spitzhacke dafür haben. Das kann natürlich auch sein. Oh, sag mir bitte, dass das Kupfererz ist. Yes. Okay, das Problem ist nur, dass wir damit jetzt wahrscheinlich ganz viel von dem anderen Kram hier noch mit einsammeln werden. Kupfererz, okay. Ja, ich weiß, du bist ständig erschöpft, sobald ich wieder ausgeschlafen habe. Es tut mir leid. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, es geht wieder los. Nein. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was mich gerade richtig aufregt. Das hat mich schon bei Konen angekotzt. Oh, was?
Oh, was ist das denn für ein Zischen? Dann auch noch so laut, Hilfe. Nicht genug Schöpferkraft, das ist dann... Nee. Wo sehe ich denn meine Schöpferkraft? 2 von 3500. Sehe ich jetzt nur hier oben, sehe ich jetzt nicht... Regeneration durch Schlaf, Nahrung und Tränke. Ach, Nahrung. Okay. Nahrung? Aha. Das heißt, das geht gar nicht darum, dass ich nicht so viel tragen kann, sondern es geht darum, dass ich einfach nur erschöpft war. Ja, das ist natürlich was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann werden wir hier auf jeden Fall gucken, dass wir noch so viel wie möglich natürlich mitnehmen können. Und ich habe gedacht, wir können uns jetzt nicht bewegen, weil wir einfach voll waren. Was bist du denn da unten? Er ist doch, glaube ich, ein Reh oder irgendwie sowas. Ich dachte zuerst, das sind jetzt Wildschweine oder ähnliches. Okay. Dann sieht das Ganze nämlich schon mal ganz anders aus. Dann gehe ich da nämlich auch mit einem ganz anderen Antrieb ran, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Folge heute wird leider ein wenig länger werden. Ich würde auch einfach mal sagen, dass ich hier nochmal einen kleinen Cut mache, dass ich hier versuche, die restlichen Kupfererze noch zu bekommen. Das war, glaube ich, zu schwer für uns, oder? Nee. Können wir das abbauen? Das können wir abbauen. Okay, perfekt. Und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich hier soweit alles gefarmt habe und wir kurz vor der Hütte vom Jäger sind, beziehungsweise eventuell auch beim Druiden. Der ist ja nachmittags beim Druiden. Bis gleich. So, da ist der Förster. Kann ich mit dir reden? Hallo? Hallo, Gameplayerin. Hier habe ich das Kupfererz. Ja, dann nehmen wir erstmal das. So, Quest haben wir dann damit abgeschlossen. Bestens, dann gib mal her und hier deine Axt. Ich habe auch noch diese alte Umhängetasche, yes, in meiner Truhe gefunden. Ich denke, du kannst sie gut gebrauchen und bei mir liegt sie nur herum. Falls du noch mehr Lagerplatz brauchst, ich habe eine Truhe in deiner Hütte gesehen, als ich das letzte Mal dort war. Was ist denn meine Hütte? Die sollte für die nächste Zeit reichen, um all das Zeug zu verstauen. Danke, kannst du sonst noch etwas für mich tun? Momentan nicht, aber vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Klar, wie es aussieht, habe ich momentan viel Zeit. Schön, dann schlage für mich einige Kiefern oberhalb meiner Hütte. Ich zeige dir genau, wo. Das Holz kannst du dann behalten und komm danach noch einmal bei mir vorbei. Sag Wilfried, gibt es hier eigentlich auch gefährliche Tiere in den Wäldern? Wenn du mit gefährlich meinst, dass sie dich angreifen? Nein, ich denke nicht. Ich habe all die Jahre nie ein aggressives Tier getroffen. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier die Tiere mit Respekt behandeln. Wie es in den Wald hineinschallt, schallt es auch heraus. Wie wir Förster immer sagen, gefährlich sind wohl nur die Höhlen. Das zumindest hat Kian mir erzählt. Aber da musst du ihn fragen. Ich habe noch nie eine Höhle betreten. Okay, Weidmannsheil, mein Freund. Gut, wir haben eine Axt erhalten. Können wir das Ganze auch tauschen? Können wir nicht tauschen. Obwohl, vielleicht hiermit. Moment. So, Tasche. Ja, Tasche. Was machen wir denn mit der Tasche? Können wir die Tasche benutzen? Können wir auch nicht benutzen. Können wir die hier irgendwie reintun? Nee. Umhängetasche, Größe 10. Ja. Das ist ja toll, aber die können wir jetzt so erstmal noch nicht verwenden. Keine Ahnung, da müssen wir uns dann später drum kümmern. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir Kiefernschlange... Was von denen ist jetzt eine Kiefer? Keine Ahnung, ich bin kein Baumexperte. Mangobaum, okay. Das sind wahrscheinlich... Sind das nicht die hier? Oh Gott. Mein Wissen über Bäume. Baumfeld, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was das für ein Baum ist. Nadelholz. Damit wissen wir jetzt immer noch nicht, ob es Kiefern sind. Okay, noch können wir uns bewegen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Was meint er denn mit meiner Hütte? Das weiß ich immer noch nicht. Ist das eine von den beiden hier? Weil bei einer war doch, glaube ich, ein Bett drin. Die, glaube ich, war abgeschlossen. Das heißt, entweder ist das meine Hütte
Ich habe jetzt natürlich da die Sachen reingetan, aber da war keine Truhe drin, soweit ich weiß. Ich schaue mal einfach nach. Aber ich würde trotzdem sagen, indem ich mal eben auf die Uhr gucke, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann am besten in der nächsten Folge machen, weil das wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Außerdem werde ich schon wieder müde, das heißt, ich muss mir ganz schnell ein Bett suchen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!